Herzlich willkommen heute wieder bei Lernen der Zukunft. Und heute freue ich mich auf einen, den ich liebend gerne auch selbst im Internet mitverfolge und auch seine Bücher liebend gerne seit Jahren schon lese. Martin Wähle ist heute wieder mein Gast. Ich grüße dich, mein lieber Martin. Hi. Andreas, ich grüße dich zurück und ich darf gleich sagen, dass ich auch deinen Kanal sehr gerne schaue und sehr schätze, weil du einer der wenigen bist, die in die Tiefe gehen. Insofern haben wir da was gemeinsam. Herzlichen Dank. Freut mich, das von einem wie dir zu hören, ja. Und ich habe mich ja sehr, sehr, sehr verwundert gezeigt. Wir haben das letzte Mal schon sehr drüber gesprochen, wie wichtig es dir ist, auch Freiheit zu genießen und dass du in Deutschland es manchmal nicht so genossen hattest und dich ja seit unserem letzten Treffen zumindest zu Teilen aus Deutschland verabschiedet hast. Ja, zu teilen trifft es genau. Also ich habe in Schweden jetzt einen zweiten Wohnsitz und ich bin ja ein Mensch, der die Natur sehr genießt, der viel Kraft schöpft, wenn er draußen ist, wenn er im Wald ist, wenn er unter freiem Himmel ist. Dann fühle ich mich mit was Größerem verbunden. Das gibt mir also eine ungeheure Kraft. Und hier in Deutschland ist es halt so, dass man schon etwas beengt lebt, dass sehr viele Menschen auf engem Raum leben. Und das ist für meine Kreativität nicht so gut. Das ist der Grund, warum ich mich schon immer, wenn ich Bücher geschrieben habe, zurückgezogen habe nach Mecklenburg. Da bin ich zumindest etwas in der Natur. Und jetzt habe ich in Schweden eine Möglichkeit, am Waldesrand, an einem Naturschutzgebiet, direkt in der Nähe eines Flusses. Da komme ich wirklich in meine Mitte und da kann ich wirklich Gedanken aus mir herausschöpfen, die ziemlich unbeeinflusst sind von dem, was gerade tagesaktuell in der Welt passiert. Und das ist ein Anspruch, den ich an mich habe, dass ich nicht den jüngsten Themen hinterherhechle, dass ich nicht in jeder jüngsten Debatte das schnellste Wort erhebe, sondern dass ich probiere, die Dinge sacken zu lassen und dann was hoffentlich Interessantes aus mir heraus befördern kann. Da hilft mir die Natur sehr weiter. Ja, und das ist ja auch das, was dich, vielleicht hoffentlich auch mich, von vielen anderen da draußen unterscheidet, dass wir versuchen, eben nicht auf irgendwelche Trends sofort aufzuspringen. Und du hast ja jetzt schon geschildert, im Prinzip das, worum es auch in deinem aktuellen Buch geht, nämlich ich habe es für mich im Kopf so als Raus aus der Opferhaltung tituliert, ja. Ja. Dass wir bestimmt werden von irgendwelchen äußeren Kräften, wie wir rauskommen aus dieser Opferspirale und Manipulationen erkennen und dann eben auch eine gewisse Art von Kommunikationsmittel oder Rhetorik entwickeln, wo auch dann wieder ein faires Miteinander möglich ist. Wir wollen uns heute ja mal ein paar dieser Tipps anschauen, dieser Grundlagen, die auch dahinter stecken. Zuerst einmal geht es ja eher darum, mal auszusteigen aus dieser Manipulation, die über uns Absolut. einbricht. Was würdest du uns da mitgeben wollen? Wie erkenne ich denn überhaupt, ob ich manipuliert werde? Und einer der Beispiele, die mir im Hinterkopf geblieben waren, war das zum Beispiel über die Reaktanz. Also es gibt ja ein paar so Modelle, die genutzt werden in der Werbung, aber auch von manchen sehr klug geschulten Menschen, um in uns Dinge zu triggern, dass wir Dinge tun, die wir eigentlich hätten gar nicht machen wollen, oder? Absolut, Andreas, du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Denn wir werden ja manipuliert, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Fangen wir mit einem ganz einfachen Beispiel an. Du bist im Internet unterwegs, du überlegst, ob du dir ein Produkt kaufst, du entdeckst es irgendwann und dann heißt es dort nur noch ein Exemplar vorrätig. Scheint harmlos, scheint eine Kleinigkeit, aber ich zitiere eine Studie in diesem Buch. Also ich zeige es mal, ich habe es hier gerade liegen. Wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Ich zitiere eine Studie in diesem Buch und da sieht man, dass diese vorgetäuschte Mangelsituation dazu führt, dass 50% mehr Menschen zugreifen und sich dieses Produkt kaufen. Und das Gleiche erlebst du natürlich auch, wenn du mit Menschen kommunizierst. Man kann dich immer auf eine Weise triggern, dass du es nicht unbedingt merkst. Ein Beispiel aus dem Buch, da geht es um einen Vortrag. Drei Kollegen sollen sich einigen, wer hält den Vortrag, wer macht das Layout und wer macht die Recherche. Und einer sagt, ja, wir haben das entschieden, ich mache den Vortrag, die Kollegin macht das Layout und du machst die Recherche. Und der Kollege, der die Recherche machen soll, was tut er? Er sagt, ja, warum muss ich die Recherche machen? Ihr habt euch da doch da was viel Besseres rausgepickt. Und so wird da manipuliert, dass er nachher den Vortrag hält, ohne es zu merken. Man hat also diese Reaktanz, diese Widerstandskraft gezielt angesprochen. Und das passiert im Alltag am laufenden Band. Wir sind unglaublich leicht manipulierbar. Und ich habe auch ein Beispiel drin.
Da geht es um eine Studie mit Richtern, die ein Urteil fällen sollten über eine Ladendiebin. Die wurde wiederholt verurteilt und es war klar, sie muss jetzt ins Gefängnis. Und diese Richter, die mussten vorher würfeln, ein Würfelspiel machen. Und die Würfel waren gezinkt. Die einen Richter, die haben jeweils eine hohe Zahl gewürfelt und die anderen eine niedrige. Ja, dieses Würfeln hat sich auf die Gefängnisstrafe, die diese Frau bekam, massiv ausgewirkt. Die Richter, die eine hohe Zahl hatten, die haben ihr mehr Monate aufgebrummt. Die eine niedrige Zahl hatten, hatten weniger Monate. Das bedeutet, wir sind ausgesetzt. Und ich probiere in diesem Buch zu enthüllen, wie werden wir manipuliert und vor allen Dingen, wie können wir uns effektiv dagegen wehren und den eigenen Weg gehen. Das ist so eine Kernbotschaft. Und ich muss jetzt trotzdem in das Beispiel noch mal einsteigen, weil was, wenn dieser zu manipulierende dann einfach den Kopf schluckt, wie man in Österreich sagen würde, wenn der dann einfach sagt, ja, okay, ich mache das so. Der ist kein Gegenbeispielsortierer, er reagiert nicht mit Reaktanz, weil er vielleicht irgendwie gelernt hat, ich muss gehorchen oder ich unterwerfe mich. Ja? Ja, da ist es natürlich ganz wichtig, dass er sich des Vorganges bewusst ist, sagt, okay, die probieren jetzt, mich dahin zu treiben, dass ich diesen Vortrag halte. Wenn er für sich sagt, ich halte den Vortrag gerne, das ist okay für mich, dann sollte er es annehmen, dann sollte er gar nicht darauf reagieren. Wenn er aber spürt, ich will nicht reingelegt werden, ich will diesen Vortrag nicht halten, dann gibt es mehrere Taktiken, wie man damit umgehen kann. Taktik Nummer eins ist es, einfach offen anzusprechen. Offenheit, Klarheit, Ehrlichkeit sind ohnehin in der Kommunikation die allerbesten Rezepte. Also er könnte sagen, ich habe das Gefühl, ihr wollt mich dazu bringen, dass ich den Vortrag halte. Kann das sein? Dann werden die sofort sagen, nein, auf gar keinen Fall. Also jede Manipulation wird sofort entwertet, wenn man es offen anspricht. Nur haben wir durch Erziehung oft beigebracht bekommen, dass wir eben solche Dinge denken, aber nicht laut aussprechen. Und das verschafft den Manipulatoren einen Vorsprung und den sollten wir ihnen nicht lassen. Du hast ja auch ein weiteres Beispiel in deinem Buch. Also unter anderem kenne ich das auch von Robert Cialdini, der im Übrigen in Kürze bei mir Gast sein wird. Ich werde Ah. Professor Robert Cialdini bei mir zu Gast haben. Ich kann es immer noch nicht glauben, ja. Super. Die Legende, ja. Eben die Psychologie des Überzeugens. Und da hast du ein Beispiel drin, nämlich den Fuß in der Tür. Das ist ja, ich kenne das Beispiel mit der Feuerwehr, also ich weiß nicht, wo Menschen nur ein Sticker aufkleben sollten, ich unterstütze die Freiwillige Feuerwehr vor Ort. Und nur weil sie diesen Sticker aufgeklebt hatten, war dann 2 Wochen später, wo dann um die Frage im Raum stand, wie hoch die Spende sein sollte, die Spende, ich weiß nicht, um mindestens dreimal so hoch, als wäre dieses Sticker nicht da geklebt, weil sie dieses Commitment mehr oder weniger abgegeben hatten, weil der Fuß war ja in der Tür, also so hat er das damals beschrieben. Und dieses Commitment, ich bin ja einer, der die Feuerwehr unterstützt, hat dazu geführt, dass sie dann natürlich in Folge, ja klar, das ist ja meine Feuerwehr, da muss ich auch viel Geld dafür geben. Also das Das ist ist so. wahnsinnig interessant. Also das hat mich auch fasziniert bei der Recherche. Das Beispiel, das ich im Buch habe, ist ja, dass Leute einen kleinen Aufkleber in die Windschutzscheibe tun, auf dem draufsteht, fahrt langsamer, sinngemäß. Und diejenigen, die diesen Aufkleber tatsächlich anbringen, die sind nachher bereit, zu einer Riesenprozentquote sich ein riesiges Schild, also ein fast das Haus verdeckend großes Schild Richtung Straße in den Garten zu stellen, wo eben auch draufsteht, fahrt langsam. Und die Leute, die nicht diesen kleinen Aufkleber aufgeklebt haben, die sagen natürlich alle das, was eigentlich die logische Reaktion ist, nämlich, warum sollte ich mir mein Haus von einem Schild verdecken lassen? Ich bin zwar für Verkehrssicherheit, aber das muss ja wirklich nicht sein. Und so werden wir ja im Alltag ganz oft über den Tisch gezogen. Also stell dir vor, du hast einen Kollegen, Andreas, der sagt jetzt, kannst du mal, ich bin heute Nachmittag unterwegs, kannst du mal mein Telefon übernehmen? Ich stelle das auf dich um. Du sagst, weil du ein freundlicher Mensch bist, sagst du, klar, mach das, Kollege. Jetzt kommt er am nächsten Tag und sagt, du, Andreas, ich bin ja ab nächster Woche 3 Wochen in Urlaub. Ich würde es gerne auf dich umstellen. Und ohne dass du dir dessen bewusst bist, wirst du viel eher sagen, klar, Kollege, ich mache das für dich, als du es eigentlich getan hättest. Und das hat etwas zu tun mit unserem Selbstwert. Wir versuchen natürlich, gegenüber anderen konsistent zu handeln. Und wenn du dann einmal gegenüber dem anderen als netter Mensch aufgetreten bist, als hilfsbereiter Mensch aufgetreten bist,
hast du unbewusst das Gefühl, du müsstest diesen Ruf verteidigen. Und dann vergessen Leute, dass sie auch eigene Interessen haben. Die eigenen Interessen, die kommen leicht unter die Räder. Und darum ist es so unglaublich wichtig, dass wir Manipulationen durchschauen und dass wir auch uns gegen Leute, die uns in eine Richtung drängen wollen, die ihnen dient und uns schadet, dass wir uns auch gegen diese Leute auf freundliche, aber bestimmte Art und Weise zur Wehr setzen. Ja, und wir befinden uns ja da in wirklich in einem Feld, wo wir uns auf die Identitätsebene begeben. Also es gibt ja diese von Robert Dilts, diese Pyramide, und wir landen damit wirklich, weil ich bin ja einer der. Ja, Ich bin ja absolut. einer, der Fitness gerne mag. Ich bin ja einer, der Tiere unter. Also das gibt es ja auch bei diesen Beispiel, wenn du Spendenorganisationen hast, die dann, ja, die erste Frage ist immer, ja, lieben Sie Tiere oder so, ja? Sagst du, ja, und so. Und schon bist du im Gespräch drin. Und am Ende geht es natürlich darum, dass du diese Tierschutzorganisation unterstützen sollst. Und ja, das Also das hast du auch in der Arbeitswelt ganz oft. Chef kommt abends um 5, 6 noch in dein Büro reingeschneit und er sagt dann zu dir, ja, auf Sie kann ich mich ja verlassen. Sie sind einer der fleißigsten hier. Ich weiß, wenn ich zu Ihnen komme, immer super Arbeit. Und ich habe hier gerade noch was, das müsste heute Abend fertiggestellt werden. Und es fühlt sich schmeichelhaft an, in dem Moment, in dem man Ja sagt. Aber das Interessante daran ist, sobald du Ja gesagt hast und alleine da sitzt und es wird 7 Uhr, es wird 8 Uhr, auf einmal kriegst du ein Grummeln im Bauch. Und ich bin ein großer Freund davon, wenn man sich auf Manipulation, wenn man fragt, was ist Manipulation, dass man einfach auf seinen Bauch hört. Und immer, wenn wir ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir etwas tun und fühlen uns schlecht dabei, immer dann kann eine Manipulation im Spiel sein. Und ich finde, man muss die eigenen Bedürfnisse, das eigene Gefühl sehr, sehr wichtig nehmen. Und man darf es nicht einfach veräußern, nur weil andere etwas von einem erwarten. Und darum auch das Motto des Buches, ja, wenn jeder dich mag, nimmt keiner dich ernst. Da ist ja ganz viel dran, dass Leute, die gemocht werden, die werden oft nicht respektiert, die werden oft in den Nachteil gesetzt. Und ich finde das so schade, weil das sind oft soziale Menschen, das sind Menschen, die wirklich es gut mit anderen meinen. Und die haben halt verdient, dass sie auch was Gutes zurückbekommen. Und ich habe das gemerkt bei meinem vorherigen Buch, Den Netten beißen die Hunde. Das ist ja jetzt 70 Wochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Das hat mich überrascht, dass das so gut gelaufen ist. Aber es zeigt halt auch, es gibt viele Menschen, die unter dieser Thematik leiden. Und dieses Buch soll ihnen halt auch ganz praktische Tipps für die Kommunikation mitgeben. Ja, also Praxistipps mangelt es tatsächlich nicht. Also es ist wirklich eine Fülle an wunderbaren und wirklich zum Teil wirklich fundierten Geschichten, wie du sagst, auch immer mit Zitaten unterlegt, mit Quellenangaben unterlegt. Also wirklich, wirklich schön, kann ich sehr empfehlen. Das freut mich sehr. Ja, und das aus einem Munde, der auch wirklich viel liest. Also ich hab auch den Vergleich. Es ist nicht so ein Buch im Jahr, sondern eher so ein Buch am Tag. Also so nahezu, ja. Wenn man noch ein bisschen in dieser Manipulation erkennen, Bubble bleiben wollen würden, welche Methoden würdest du da noch mit reinpacken wollen? Also wir haben eine gewisse Art von Framing, haben wir ja schon gehabt. Also wenn wir Framing, anschauen, Priming, das ist ja alles so diese unterschiedlichen, also was ich davor sage und so, ja. also was auch eine ganz große Falle heutzutage ist, ist das, dass wir beeinflusst werden durch Maßstäbe, die andere setzen. Ich zitiere eine Studie in dem Buch, da geht es darum, du sitzt irgendwo im Lokal und jetzt steht ja irgendwann die Frage an, was gebe ich an Trinkgeld? Und die Entscheidung, was du an Trinkgeld gibst, die hängt, wenn du mit einem Freundeskreis da bist, die hängt ganz erheblich davon ab, was die Leute um dich herum an Trinkgeld geben. Ohne dass du das merkst, vielleicht sagst du, kostet jetzt 27 Euro, was ich gegessen und getrunken habe. Du sagst vielleicht innerlich, 30 Euro wäre ein guter Betrag. Jetzt geben aber die anderen viel größere Trinkgelder. Und schon fühlst du dich moralisch unter Druck, auch ein größeres Trinkgeld zu geben. Und da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Denn es gibt Leute, die verschulden sich, die bauen große Häuser, die kaufen sich dicke Autos, die gründen sogar Familien oder die heiraten, nur weil es die Leute um sie herum machen. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir auf unsere eigenen Bedürfnisse hören und dass wir diesen gesellschaftlichen Druck, der entsteht durch schlechte Vorbilder manchmal, dass wir diesen gesellschaftlichen Druck eben nicht so sehr Macht über uns gewinnen lassen und dass wir uns dagegen zur Wehr setzen. Also immer die Frage für mich lautet nicht, das, was ich tue, gefällt das jetzt den Leuten um mich herum? Sind die glücklich damit, dass ich das tue oder lasse? Sondern die erste Frage muss lauten,
Gefällt mir das? Bin ich damit glücklich? Fühle ich mich damit wohl? Und das Interessante ist, wenn ich mich damit wohlfühle, dann strahle ich das aus, dann merken das die anderen und dann kriege ich automatisch mehr Respekt. Also ich habe das so oft gemerkt in Debatten beispielsweise. Ich habe immer meine eigenen Standpunkte bezogen, unabhängig, ob das gerade gefragt war oder ob es eher nicht gefragt war. Und ich habe dann oft Anerkennung bekommen von Meinungsgegnern, die gesagt haben, ich bin zwar nicht deiner Meinung, aber dass du so konsistent mit dieser Meinung dastehst und die so klar vertrittst, Hut ab. Und das finde ich, da sollten viel mehr Menschen hinkommen zu sagen, es muss nicht allen gefallen. Eine Meinung, jetzt bin ich bei Vera Birkenbiel, die du ja wie kein Zweiter in den letzten Jahren auch bekannt gemacht hast. Vera Birkenbiel hat mal gesagt, Meinung, da steckt das Wort mein drin. Und das habe ich mir gemerkt, weil ich es so gut finde. Was jemand als Meinung vertritt, das muss nicht anderen gefallen, sondern das muss mir gefallen. Das gilt beim Trinkgeld, das gilt aber auch bei jeder Entscheidung in unserem Leben. Ja, sie führt es ja noch weiter. Also sie sagt ja, Meinung ist ja auch im Unterschied, also versus Anderung. Also weil viele ja, es gibt ja eine große Zeitung in Deutschland, die ja damit wirbt, bild dir deine Meinung. Da sagt sie immer, ja, das ist eigentlich nicht Meinung, die man da kriegt, sondern es ist eigentlich eine Anderung. Andere Leute haben irgendwas aus einem Faktum, aus einer Information, haben die irgendwas gezogen, irgendeine Meinung, und die präsentieren sie dann in ihren Überschriften und ihren mehr oder weniger elaborierten Ausführungen dann im Text, ja, wer halt den Text noch liest. Und das hat aber mit Meinung nichts zu tun. Meinung heißt immer unterschiedliche Quellen, am bestenfalls aus ganz, ganz unterschiedlichen Richtungen, für sich selber abzuwägen, um dann aus dieser Wissensressource heraus etwas Eigenes zu gebären. Und das wäre dann Meinung. Ja. Das find ich super, dass du das nochmal so ausgeführt hast. Und ich kann da Vera Birkenbiel auch hundertprozentig unterschreiben. Also Meinung, was wir als Meinung bezeichnen, das ist ja oft etwas, so als wenn du über einen nassen Sand mit Schuhen gehst, da bleibt was kleben. So bleibt an uns vieles kleben, was um uns herum gesprochen wird, geschrieben wird, publiziert wird, im Internet vor allen Dingen. Aber was ich daraus mache, das ist was komplett anderes. Und da muss ich halt auch das Bewusstsein haben. Ich muss nichts von den anderen übernehmen. Ich muss das nicht als gesetzt ansehen, sondern ich habe immer das Recht, eigene Urteile zu fällen. Das macht ja auch einen selbstbewussten Menschen aus, dass er über sich selber urteilt und nicht anderen das Urteilsrecht überlässt. Also, ich gebe dir ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Wenn mich Menschen überschwänglich loben, wenn ich jetzt Kommentare kriege, Herr Werle, Sie haben mein Leben verändert und ganz toll und so, ich höre das. Ich freue mich natürlich auch darüber, über jeden, der das schreibt. Aber es ist für mich kein entscheidendes Kriterium. Denn wenn ich sage, das ist das Kriterium, dann muss ich den nächsten Kommentar, der vielleicht bösartig ist, der sagt, du bist ein Typ, der kann gar nichts, schießt dir eine Kugel in den Kopf, dann muss ich den auch ernst nehmen. Darum ist es wichtig, dass ich unabhängig bin, dass ich höre, was andere sagen, dass ich mich mal freue, mal ärgere, aber dass ich selber über meinen Selbstwert bestimme. Ja, du hast unterschiedliche Begriffe verwendet. Einmal Selbstbewusstsein und einmal Selbstwert. Also Selbstwert, das ist ja dieses unabhängige, eigentlich von außen Seiende, ja, hoffentlich. Und Selbstbewusstsein wäre ja eher das, dass ich über mich Bescheid weiß, dass ich weiß, wie ich ticke, dass ich weiß, was mich auch triggert, dass ich weiß, wo meine Stärken und Schwächen vielleicht liegen. Ja, ich glaube, es hängt beides natürlich eng zusammen. Also das Selbstbewusstsein und der Selbstwert, die sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Ja. Wenn ich kein Selbstbewusstsein habe, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, dann bin ich ja auch nicht in der Lage, meinen Ist ja dann Selbstwert. das Fähnlein im Wind schlimmstenfalls, ja. Genau, dann bin ich abhängig von den Urteilen anderer, aber wir werden ja auch dazu erzogen, das muss man auch mal sagen, Andreas. Also wenn ich jetzt in der Schule bin, da sagt ein anderer, du bist gut, Note 1 oder du bist schlecht, Note 4 und ich selber bin dem einfach ausgesetzt. Oder bei den Eltern ist es auch ähnlich. Die sagen, du hast es gut gemacht, du hast es schlecht gemacht und so prägt sich das bei uns ein, dass andere über uns urteilen können. Und da müssen wir wieder wegkommen. Sonst würden wir ein Volk von Untertanen. Das kann nicht im Sinne der Sache liegen, sondern wir müssen selber denken. Wir müssen wissen, wer bin ich? Was brauche ich? Was sind meine Bedürfnisse? Und natürlich auch, was ist mein Wert? Warum bin ich ein Nutzen für diese Gesellschaft, für diese Welt? Und da muss jeder für sich eine schlüssige Antwort finden. Und die kann für mich nicht darin liegen, dass ich eine Erwerbsarbeit ausübe. Es gibt heute sehr viele Arbeiten, die relativ sinnlos sind und ich muss selber den Sachen Sinn geben.
Die Arbeit ist vielleicht nicht der Sinn, aber wenn ich mit Menschen gut umgehe, wenn ich Menschen bereichere, wenn ich Menschen wachsen lasse um mich herum oder wenn ich kulturell etwas schaffe, was auch immer, was gerade zu einem Menschen passt, das gibt einem Leben Sinn und das führt dann eben auch zu einem Selbstwert und zugleich zu einem Wert für die Gesellschaft. Könnte jetzt an Millionen Dinge hinten dran hängen, aber ich sage nur, ein Aspekt, nämlich dieses sich selbst nur über andere zu definieren. Also das ist ja einer, Carol Dweck kennst du wahrscheinlich von ihrem Mindset, also diese Selbstbildnis, also sehe ich mich dynamisch oder sehe ich mich statisch? Also glaube ich daran, dass ich so bin, wie ich bin, ich kann nichts machen und das dynamische Selbstbild wäre, ich habe jederzeit die Möglichkeit zu wachsen. Und von dieser Frau, Carol Dweck, kommt auch der Rat, in Anführungszeichen, den Kindern nicht zu sagen, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht oder du bist gut oder schlecht, sondern du hast dein Bestes gegeben. Und also wirklich zu sagen, eher auf die Leistung zu fokussieren und nicht auf die Identitätsebene wieder zu gehen. Eine wunderbare Anmerkung von dir, denn wir verwechseln ja oft beides miteinander. Ja. Wir verwechseln oft beides miteinander. Wenn jemand etwas nicht so gut tut, wie er es gerne getan hätte, dann sagt er sich ja, ich bin schlecht in. Ich bin nicht schlecht in, sondern ich habe jetzt gerade etwas getan, das meinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden ist. Und in dem Buch beschreibe ich ja auch, wie man das durch einen ganz kleinen Trick, durch ein einziges Wort ändern kann. Nämlich indem man das Wortchen noch verwendet. Also beispielsweise, ich bin ein schüchterner Mensch und ich sage jetzt über mich, ich schaffe es nie, mich in Runden einzubringen. Wenn ich das oft genug sage, dass ich das nie schaffe, dann wird es eine Wirklichkeit, dann glaube ich nicht an meine kommunikativen Fähigkeiten, dann ziehe ich mich immer mehr zurück. Wenn ich aber sage, ich habe in der und der Situation nicht so viel gesprochen, wie ich es eigentlich gewollt hätte, und daraus leite ich ab, ich schaffe es noch nicht mich so einzubringen, wie ich es möchte, dann ist darin ja schon der Hoffnungsfunke, ich werde es schaffen, ich habe das Potenzial in mir. Und ich glaube, darum ist es ganz wichtig, dass ich mich eben nicht als ganze Person diffamiere oder abwerte, sondern dass ich immer schaue, worauf beziehe ich mich. Denn das Handeln und die Person, die müssen wir unbedingt unterscheiden. Und das habe ich jetzt auch in den politischen Debatten, nimm den Ukraine-Krieg, nimm die Corona-Debatte. Da wurde immer jemand, der die Meinung vertrat, die die eine Seite gerade nicht haben wollte, da wurde immer jemand sofort mit Dreck beschmissen. Sofort war er irgendein Wie heißt es Radikalinski. dann? Ad-Hominem-Argumente? Also wir uns dann immer auf die Person einschlagen. Ad-Hominem oder so ähnlich. Ja, genau. Ja? Genau. Und das Wichtige ist eben einfach, dass man eine Position und den Menschen Ist ja unterscheidet. klar, dass genau Sie das sagen, Herr. Oder? So sowas in der Art, das ist Ja. der typische Angriff. Ausgerechnet Sie müssen mit Genau. sowas sich hier zu Wort melden. Und wenn ich jetzt die Ukraine-Debatte höre, da werden zum Beispiel Menschen, die den Waffenlieferungen skeptisch gegenüberstehen, die werden sofort als Putin-Freunde, von Putin bezahlt, Putin-Versteher. Mein Lieber, ich muss das, ich kann das nicht online stellen. Sobald ich mit Waffen und Putin in meinem Video habe, YouTube dreht durch. Mach ein anderes Beispiel, bitte. Du kennst den Algorithmus. Ist so. Okay. Also, wenn, nicht nehmen wir mal Anlauf. Also, wenn du in eine Debatte reinschaust und Leute werden beschimpft, nehmen wir ein Projekt in einer Firma und der eine sagt, wir müssen unbedingt dieses Ding anschieben, wir müssen das machen, sonst sind wir am Markt total überholt. Dann sagt ein anderer, ja, du bist doch ein Spinner, du rennst immer dem neuesten Kram hinterher, du hast kein Traditionsbewusstsein. Es wird sofort persönlich. Man geht sofort auf die persönliche Ebene. Und man versäumt es eben zu unterscheiden. Hier vertritt jemand eine Meinung, die nicht meine Meinung ist. Aber deshalb ist er kein schlechterer Mensch. Deshalb muss ich eben nicht sofort eins überbräten, sondern das macht doch gerade eine pluralistische Gesellschaft aus, dass wir miteinander sprechen. Wie wäre es, wenn ich nur noch Freunde um mich herum hätte, die genau das meinen, was ich meine? Dann bin ich am Ende des Tages nur noch mit mir selber befreundet. Ich brauche keine anderen Menschen mehr. Also ich erlebe es als bereichernd, wenn Menschen auch mal eine andere Meinung als ich vertreten. Und wir müssen als Gesellschaft auch dorthin kommen, dass wir darin einen Nutzen sehen und keinen Schaden. Sonst würden wir nur noch Einheitsbrei auslöffeln. In diesem Sinne, mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich für den ersten Part. Es waren ganz viele wundervolle Schätze auch wieder drinnen, also voller Diamanten. Und das hoffe ich, dass ihr das oder Sie zu Hause auch mitnehmen. Sehr gerne. War mir eine Freude, Andreas. Danke dir, bis zum zweiten Teil. Alles Liebe. Bis dann. Ciao.